Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal P-Glucodocon. Richtig Winners Win. Ich begrüße euch hier, euer P-Glucodocon, zu einer weiteren Runde Bloons Tower Defense 6 hier auf meinem Kanal montags um 17.30 Uhr. Ich weiß nicht, was wir für eine Karte machen, ob es irgendwas Neues gibt. Wir gucken mal rein und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, liked das Video und los geht's. So, ich hatte Bock auf Kornfeld. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal das Kornfeld und haben jetzt ein bisschen Spaß auf der Karte. Ja, am Anfang hat man die Fläche, da muss man mehr Flächen freikaufen. Wir probieren es einfach mal. Schlimmes, ich kann den Yen noch nicht nehmen. Ich merke gerade, das ist echt doof, gerade am Anfang. Wir machen auf jeden Fall hier mal ein paar schöne Blumen hin. So Blumen mit Stacheln dran. So, yes, baby. Ich hoffe, das reicht schon mal. Ah, noch ein paar machen wir. Okay, das reicht. Wir stellen, denke ich mal, ganz am Rand den Bumerang-Affen hin. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Wir sehen es mal. Wir testen mal, ob es klappt. Das wird eine ganz kurze, knackige Runde. Einfach nur auf einfach. Ne? Bis Runde 40. Einfach nur so ein bisschen zur Unterhaltung. Weil ihr Bloons Tower Defense mögt und selber es nicht spielen könnt. Oder schon lange kein YouTube-Video von irgendwelchen YouTuber mehr seht. Ich als kleiner YouTuber bringe das auch noch. Ich bin kein Pro in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie man auf Runde 300 kommt oder so. Ich habe keinen Plan. Aber ich spiele es gern. Ich spiele es immer noch sehr, sehr gern für den Kanal. Oder auch privat. Also von der Sache, ich hoffe, es kommt mal Bloons Tower Defense 7 raus. Das würde mich wirklich, wirklich interessieren, wenn es sowas gäbe. Ja, da kommt, da hat er ein paar Probleme. Na, da ist einer durch, da geht noch einer durch. Nein, er schafft sie alle. Ein, er hat zwei durchgelassen. Gut, dass die Nägel da sind. Jetzt können wir uns auf jeden Fall Etienne holen, was sehr gut ist, weil der macht jetzt auf jeden Fall eine Menge Druck. Macht immer so weit, wie es geht, hier unten hin. Dann habe ich noch ein bisschen Platz, um hier was hinzustellen. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall als nächstes mal eine Kanone, um ein paar bleiernde Blatt zu machen. Mal gucken, ob die Jungs das schaffen oder ob das zu viel für sie ist. Nein, easy, easy win. Es war noch kein Sieg. Doch, das war ein Win. Jede Runde, die man weiterkommt, ist das ein Win. Ein easy win. We. Das ist keine Ahnung. Okay, komm, eine Kanone. Ich will eine Kanone. Ich will auf der kleinen Fläche ein bisschen was platzieren. Und ich brauche genug Geld für eine Kanone. Bei der Nase juckt mir das scheiß Heustuff. Da. Lass doch noch die Tabletten nehmen. Oh, wie heißt das? Zieht diese Rezine, wie der Scheiß heißt, gegen Heuschnupfen und Allergien. Ach, die Natur hasst mich einfach. Wer kennt das? Schreibt es in die Kommentare. Seid ihr auch so? Ach. Ja, wie sagt man? Hat die Natur auch was gegen euch? Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Aber bis jetzt ist es easy, 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 easy. Ja, das läuft Cebu. Doch. Cebu. Ah. Und schön platzen lassen. Der Blooms, die alle mit Wasser gefüllt sind. So muss das sein. Das Geräusch ist echt toll. Ja, alles über Prime Gaming. Oh mein Gott. So, die Kanone macht aber irgendwie gar nichts, glaube ich. Ich weiß es nicht. Doch, doch, die ballert auch drauf. Okay, alles cool. Und irgendwann kann auch Etienne getarnt sehen. Ich weiß nicht, ob das schon der Fall ist. Muss ich einmal draufklicken. Hey. Drohnenschwarm. Etienne startet vorübergehend 4 weitere Drohnen, um massenhaft Bloons platzen zu lassen. Nein, er kann noch keine getarnten. Mal gucken, ob das gleich kommt. Ich dachte schon, die kamen so schnell an. Ich dachte, die marschieren einfach mal da durch. Nein, wir haben Glück gehabt. Mein Gott, heute Montag 17.30 Uhr und die Bloons werden alle aufgehalten. Ja, was soll man sagen? Ach, ich habe das noch gar nicht gesehen. Hier hinten geht ja ein Tor auf. Und hier auch. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das habe ich ja noch. Ich habe die Karte schon ein paar Mal gespielt. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Muss natürlich dazu sagen, die Karte ist auch schon älter. Ne? Das ist ja klar. Hä? Habe ich jetzt nicht ganz gelesen, was ein bisschen doof ist. So, wir haben 1500. Wir könnten jetzt auch ein bisschen tunen. Oder wir kaufen uns mal die Fläche hier für 700. Da können wir nämlich zur Not gleich was hinstellen. Weil es ist schon besser, wenn man ein bisschen Luft hat. Man kann ja die ganzen Felder wegmachen. Man kann überall was hinstellen. Ja, das ist jetzt doch ein bisschen viel. Ich wollte als nächstes auf jeden Fall mal tunen. Jetzt holen wir uns noch die Drohnen zur Unterstützung. Muss aber sagen, das haben wir trotzdem sehr gut gemeistert. Kann er denn jetzt schon getarnt? Ich glaube ja, ne? Nein, Drohnen haben mehr Platz. Haben mehr Kraft zum Platzen lassen. Oh je, ich muss doch ein bisschen was tunen. Irgendwie läuft das gerade noch nicht so gut. So, okay, dann machen wir hier auf jeden Fall verbesserten Bumerang, glaube ich, oder? So, ach, Blumen. Ja. Dann machen wir den. Schneller werfen. Langstrecke. Schneller werfen, oder? Ja, komm, wir gehen mal hier drauf. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir noch 700. Das ist jetzt nicht sehr viel. Und er kann auch mehr Blooms auf einmal platzen lassen, was sehr gut ist. Ich würde sagen, schnelles Nachladen, extra Reichweite, Splitter. Ja, das machen wir mal so.
Nein, das will ich doch gar nicht. Ich habe aus Versehen drauf geklickt. Ich bin alt. So, jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Kohle, weil jetzt, denke ich mal, ist das ein bisschen besser. Wir haben jetzt hier schnelleres Schießen und hier, der ist auch ein bisschen getuned. Also damit können wir ein bisschen mehr anfangen. Okay, noch nicht, aber ich will noch irgendwas hinstellen. Ich bin gerade unsicher, was ich hinstelle. Ich könnte einen Magier stellen, aber ich würde auch gerne den hinstellen, damit wir gleich ein bisschen mehr Geld und Co. rausholen können. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich habe auch schon sehr lange den Ninja nicht mehr genommen, warum auch nicht. Schneller werfen. Ich will auf jeden Fall auf den unteren Part, weil ich eigentlich versuche, mehr Geld zu farmen. Auch gut, bei bis Runde 40 ist, glaube ich, egal, ne? Da passiert nicht so viel, aber ja, okay. Kann man trotzdem machen. Ich spiele gerade total kopflos. Da drauf. Stärkere Säure, größere Tränke. Stärkere Säure. Ich weiß, es war ein Getarnter. Oh, jetzt kann Etienne. Kann Etienne das jetzt? Oh, ich will Etienne haben. Abkühlphasen der Drohnenschwarmfähigkeit reduziert. Hä? Es steht aber gar nicht, ab wann er Getarnte kann. Okay, scheiße, okay. Hätte ich jetzt gedacht, aber nö. Vielleicht stand es schon da und er hat eine Fähigkeit übersprungen und ich bin zu blöd dazu. Weiß ich nicht. Aber läuft. Ja, das machen wir auch. Ja, sehr schön. Dann gehen wir auf den unteren Pfad. Dann kriegen wir schon mal bei Bleiernden mehr Kohle und danach kriegen wir bei Gummi-Blue, also normalen Blooms, mehr Kohle. Was natürlich alles sehr, sehr stark ist. Das hilft am Ende alles einen sehr viel weiter. Boah, er macht aber schon mal gut Schaden, das muss man dazu sagen. Mal gucken, ob wir das jetzt überstehen. Weil da kommen schon extrem viele Blooms. War das schon immer so, dass so viele Blooms kamen? Ich so ohne Scheiß, ich bin gerade geistig verwirrt. Da kommen die Bleiernden. Ja, die werden schon mal umgewandelt zu Gummi. Das ist schon mal sehr stark. Ja, können noch nicht. Doch, wir können schon mal zu Gold. Und dann fehlt uns noch das. Beziehungsweise hat, hat der Magier schon mal... Nein, hat der... Ah, oh, fuck, wie heißt der? Ich bin geistig gerade nicht da. Hat unser... Na komm schon, wie heißt du? Alchemist da oben steht. Hat schon mal... Nein, ich will doch keinen. Hat mal gut Schaden gemacht. Jetzt macht er daraus Geld. Yes, baby. Macht aus dem Planeten Kohle. So muss sein. 50 nochmal extra. Und er hat alle zum Platzen gebracht. Sehr stark. Sehr stark. Muss man sagen. Na gut, 9 Runden haben wir noch. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Natürlich, logisch. Was labert der alte Mann da, wenn ich das wüsste? Wenn ich das... Oh, wir können Geld aus normalen rausholen. Yes, baby. Aus gummierten Bloons können wir Geld rausholen. Natürlich sind die aus Gummi. Normale Luftballons sind immer aus Gummi. Oh, Getarnte kann er nicht. Das ist sehr schlecht. Ah, das ist nicht gut. Aber wir haben eigentlich genug, die das können. Ja, easy. Das wird ein easy win auf jeden Fall. Ja, da macht er auch keinen Schaden, weil die alle getarnt sind. Sehr schön. Jetzt. Oh, jetzt machen wir ein bisschen Kohle. Ja, so kann es gehen. Guck mal hier. Yes, baby. Jetzt läuft der Rubel. Der Rubel rollt. So kann es sein. So kann es gehen. Ja, guck mal, wie schnell wir auf 2000 sind. Easy. Aber es kamen auch viele durch. So, 6 Runden noch. Oder beziehungsweise 5, wenn wir jetzt starten. Ich würde jetzt sagen, ich auf Streubomben und gucke. Ja, ich gehe mal darauf. Das andere wollte ich doch gar nicht. Ich denke, das ist eine gute Idee. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare, ob man das jetzt hätte besser machen können. Weil ich spiele das immer so nach meiner Schnauze. Und wie gesagt, das Weiteste, was ich hier hatte, waren glaube ich 200, 300. Aber auf dem Tablet, das hat auch damals so gehangen, das Huawei. Und seitdem habe ich das auch nie wieder geschafft. Ich glaube 270 oder so war es. Und auf dem PC habe ich das noch nie geschafft. Also auf dem Handy oder Tablet hat es wohl eine andere Spieldynamik. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Na ja, wir holen uns Kohle. 3800 haben wir schon. 4000, kein Problem. Und noch mehr Kohle. Ja, Kohle ist immer gut. Geld muss man haben. Dann kann man viel tunen. Oh mein Gott, das sieht ja zum ersten Mal eng aus. Das gibt's doch nicht. Yeah. Was war das denn? Auf jeden Fall, jetzt können alle Getarnte sehen. Das ist schon mal sehr gut. Ah, machen wir mal gut Kohle. 2 Runden haben wir noch. 2 Runden haben wir noch. Was soll ich sagen? Das wird doch easy. Das wird easy win. Ja, auf jeden Fall. Das läuft echt stark. So. Okay. 2 Runden. Wir starten jetzt Runde 39. Oh mein Gott. Seid ihr bereit? Wir stellen noch nicht mehr hin, weil das reicht eigentlich. 4 Türme auf der Karte. Easy. Mit Etienne, ey. Etienne an der Spitze. Alles läuft. Alles ist gut. So muss es sein. Ja, was soll ich sagen? Läuft echt gut. 10.000 haben wir noch Reserve. Kein Problem. Und wir starten gleich die letzte Runde. Es könnte natürlich mit dem Moab ein bisschen eng werden. Wir sehen es gleich.
Und start. Tracking MOAB. Ja, der macht jetzt keinen großen Schaden bei dem Warp. Und mal gucken, ich mach mal sicherheitshalber. Ja. Oh. Was? Nein. Shit. Ich dachte, es wäre ein easy win, aber wir haben am Ende noch verloren. Die letzte Runde haben wir verloren. What the fuck? Nee, wir geben auf jeden Fall kein Geld aus. Wenn euch das irgendwie gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, wie die Glocke. Ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass doch so viele Bloons aus dem Moab kommen. Scheiße, habe mich total vermacht. Wenn es euch irgendwie gefallen hat, ne, wie gesagt, abonnieren, liken, kommentieren, Glocke. Und ich, euer OP-Glocke.com, bin hiermit raus. In 2 Wochen gibt es wieder ein Bloons-Haus. Wir finden 6 Video wieder montags. Wieder montags, 17.30 Uhr hier auf meinem Kanal. Und ich bin raus.